Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. So, die Sonne geht gerade unter und unser Inventar, ja, ist doch schon ein bisschen vollgeproppt. Aber das soll uns jetzt weiter gar nicht stören, denn wir gehen jetzt direkt wieder in die Corruption, würde ich sagen. Unsere Dingens hier darf leider noch nicht darauf hoffen, fertig gebaut zu werden, die Kapelle. Das dauert noch ein bisschen und ich muss erstmal hier an dieses Teil ran, damit wir uns noch einmal Warm Food holen können. So, wir haben sogar hier den Bogen und ja, hier sind übrigens die Pfeile, Leute. Da habe ich irgendwie gar nicht mehr dran gedacht, dass die ja hier einen eigenen Slot haben. Aber gut, wissen wir das jetzt auch wieder. So, lass uns einfach direkt loslegen, ab in die Corruption und dann den Eater of Worlds besiegen. Oh, da haben wir uns schon mal an einem kleinen, unschuldigen Vöglein vergriffen. Ich denke, das ist ein guter Start in den Part. Besser geht's auch schon fast gar nicht mehr. Oh Mann, ich mache echt drei Kreuze in den Kalender, wenn wir endlich die Rocket Boots oder zumindest Cloud in eine Bottle kriegen. So langsam nervt es einen ja schon, dass man hier nicht vernünftig herumspringen kann. So. Ja, die Sonne neigt sich hier schon ziemlich dem Ende des Tages zu, so wie es aussieht. Und ich würde einfach mal direkt sagen, wir beschwören jetzt an dieser Stelle einfach mal den Eater. Ich klopp einfach mal auch direkt unsere 15 Teile weg. Dann können wir uns auch wieder gerne mit einem Bogen ein bisschen zu schaffen machen. Da kommt der Eater dann auch schon. So, wenn wir das jetzt hier alles abgefeuert haben. Oh, da kann ich sogar noch wieder ein paar einsammeln. Ah, ein bisschen Schaden macht er ja doch noch an uns. Aber nicht mehr allzu viel. Hey, verzieh dich, du Scheißvieh. So, mal gucken, was der Bogen so an Schaden macht. Oh, das war ein Unholy Error oder so. Oh, der macht aber gut Schaden an dem Eater. 20 Schaden pro Schuss, nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, den Bogen nutze ich eigentlich eh nicht so oft. Also ist jetzt nicht ganz so wild, wenn wir hier ein bisschen die Pfeile wegballern. Finde ich persönlich. So, da kommen den. Das Viech hier. Oh, noch ein Rotten Chunk. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, uns nochmal einen zweiten Eater jetzt hier klar zu machen. Wäre mir ganz recht, muss ich ja mal sagen. So, irgendwie benutze ich den Bogen auch nicht so ganz richtig. Leute, ich mache mal hier ein bisschen mehr Licht für euch hin, damit ihr hier den Showdown auch dann richtig schön verfolgen könnt. Jo, jetzt treffen wir ihn richtig gut. Und da ist das erste Teil auch schon abgetrennt worden von ihm. Hey, hoch mit dir. Wenn ich sage, hoch mit dir, dann gehst du da hoch, Junge. So, Demonite, oh, da kommen sie wieder. Oh, sogar wieder mehrere Teile direkt am Start. Und so können wir richtig schön Damage reinrotzen. Oh, so, der Kleine. So, ja, also der Eater ist jetzt wirklich eigentlich nicht mehr ein allzu großes Problem. Schaut mal her, wie der uns auch schadensmäßig nicht wirklich was anhaben kann. Die Shadow Scales hier würde ich mal gerne einsammeln. Sehr schön, da ist sogar noch ein Poisoned Knife runtergefallen. Oh, hier, da kommt einer wieder von unten. Ja, ja, versuchen kann man es ja, du alter Schlingel. So, ich würde aber gerne trotzdem hier oben. Hier oben kann ich doch schon am besten gegen ihn kämpfen. Na, wo bleibt ihr? Da kommen sie. Die kleinen Teile vor allem wieder. Oh, das macht ja eine Menge Spaß, die kleinen Viecher hier abzumetzeln. So, ist das jetzt schon der letzte Teil von ihm? Naja, wir werden es ja gleich sehen. Aber schon länger kein größeres Teilstück mehr von ihm gesehen. Also es könnte wirklich sein, dass das hier jetzt der letzte ist und yo, das war wirklich der letzte. Eater of Worlds has been defeated. Okay. Och Mensch, das ging aber echt schnell. So, komm her. Du da oben. Mein blaues Laserschwert werde ich in der Mitte durchtrennen. Oh, wie sieht's aus? Wie viele Rotten Chunks haben wir? 14. Leute, okay, ich würde mal sagen, wir sammeln noch einen. Dann können wir uns nämlich noch einmal an dem Eater vergreifen. Dann dürfen wir auch genügend Material haben, um uns sämtliche Rüstungsteile herzustellen und dann den schönen Set-Bonus abzugreifen. Und dann würde ich mich nämlich gerne eigentlich nochmal in die Hölle hinunterwagen, weil eigentlich müssten wir das hinkriegen, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn wir die ganzen Shadow-Dinger haben. So, ja, wenn du nicht zu mir kommen willst, muss ich halt mit dem Bogen kämpfen. Da kenne ich nichts. So, hoch mit uns. Ah, da kommt wieder einer. Sehr schön. Aber auch er will keine Rotten Chunks droppen. Was soll denn das? Leute, ich brauche doch nur ein paar bisschen Gammelfleisch hier.
Ja, Pferdefleisch kriegt man ja heutzutage schon an jeder Ecke, aber Gammelfleisch, das wird schon wieder schwieriger, ja. Erst der Gammelfleischskandal, jetzt der Pferdefleischskandal. Meine Güte da. Okay, ich glaube, das waren jetzt die 15, oder? Haben wir die jetzt voll gemacht? Genau. So, dann würde ich direkt gerne mal mich nach Hause teleportieren. Jetzt muss ich mir hier schnell noch ein paar Dingens herstellen. Vile Powder. Wo haben wir es? Dort. 30 Stück brauchen wir noch einmal. Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel. Scheiße. Egal. Zu viel haben schadet ja nichts. Mit dem Vile Powder kann man, glaube ich, auch die Corruption auflösen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwozu war es auf jeden Fall noch nützlich. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wozu. So, der Altar hat auch einen schönen Leuchteffekt hier immer im Dunkeln. Gefällt mir sehr gut. So, und da ab. Na, hier haben wir das nächste Warm Food. Und dann lasst uns direkt loslegen. Oh, da war... Moment. Na, scheiße. Ich dachte, ich hätte mein Schwert noch gehabt. Das kommt davon, wenn man sich an Hasen vergreifen will und das falsche Item ausgerüstet hat, dann wird man wieder nach Hause teleportiert. So, ich würde nämlich gerne den Stern damit einsammeln. Ihr wisst ja, man kann nie genügend Mana-Punkte haben. Zumindest nicht, wenn man irgendwann mal vielleicht ein bisschen zaubern möchte. Dementsprechend, wow, sammeln wir hier gerne die Sterne ein. Na, komm, hey, runter mit dir. So, es werde Licht. Sonst wird es immer so schnell dunkel hier in der Nacht. Ist eigentlich schon wieder Neumond oder was? Ah ne, da ist der Mond. Okay, alles klar. Es könnte auch mal wieder gerne der Vollmond hier aufgehen. Dann sind wir nämlich ein bisschen stärker. Halt, jetzt bin ich zum Meteoriten gegangen. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Und direkt spawnen hier die blöden Meteoritenköppe. Was wollt ihr denn? Geht nach Hause. So. Die leuchten eigentlich gar nicht so stark, oder? Doch, es geht. Dafür, dass es so Meteoritenköpfe sind, könnten die gerne ein bisschen mehr leuchten, muss ich ja mal sagen. So. Ja, ich weiß gar nicht. Wie heißt nochmal dieses komische Ding, was wir sonst immer genommen haben, um die Dingens abzuernten, den Eater of Worlds? Da hatten wir doch immer dieses... Oh, ich komme echt nicht drauf, wie das Ding hieß, ne? Damit konnte man... Oh, da haben wir den Eater sogar gerade schon getroffen. Ah, Moment. Muss ich mal eben um diesen blöden Meteoritenkopf kümmern. Sonst geht er uns hier die ganze Zeit auf den Sack. Okay, jetzt kommt er hier. Das ist sehr gut. So können die Pfeile nämlich schön durch ihn durchfliegen. Und können richtig schön Damage anrichten. So, wo kommt er? Ist er hier unten? Ja, er kommt von unten. War ja klar. So. Also möglichst viele Teile immer von ihm treffen. Das ist immer die beste Strategie. Und da ist er wieder. Ne, das ist ein anderer Wurm. Okay. So, jetzt kommt er aber. Alles klar. Also ich muss sagen, der Eater ist echt... Mit den Sachen, die wir jetzt momentan so haben, gar kein Problem für uns. So, der hat sogar Rotten Chunks gedroppt, der kleine Eater of Souls hier. Oh, da haben wir ihn das erste Mal durchtrennt. Meine Güte, das ging ja wieder fix. Das ging ja wieder enorm schnell. Na, wo wollt ihr? Ah, der Ding da. Da kommt er. So, sehr schön. Ja, jetzt habe ich eine doofe Position. Kann ich nicht so viel treffen auf einmal, leider. Oh, aber ich glaube, wir haben den ersten Teil gerade schon abgetrennt. Also komplett finito, den einen hier. Jo, da kommt er wieder. Sehr schön. Und dann sind wir natürlich auch sehr mächtig eigentlich schon, wenn wir die Shadow-Rüstung haben. Die ist doch eigentlich ganz nice. So, Moment, ich sollte mich jetzt nicht so in ihn hineinstellen. Das könnte ungesund werden, auch wenn er uns nicht allzu viel Schaden macht. Oh, jetzt kommen aber viele Teile auf einmal. Vor sowas muss man sich auch immer in Acht nehmen, Leute. Ihr habt es ja gerade selber gesehen. Wenn man dann eine falsche Position hat, kann man ganz schnell mal... Oh, alt aussehen. Ah, so wie jetzt zum Beispiel. Leute, ich brauche mal eben einen Heiltrank. So. Sicher ist sicher. Will hier kein Risiko eingehen. Kein unnötiges Risiko vor allem. So, den kleinen hier, den kriegen wir. Sehr schön. Oh, wie sieht's lebensenergietechnisch? Ja, sieht noch... Ist noch in Ordnung. Kann man noch mitarbeiten. Und ich glaube, das erste, das nächste Teilstück hier unten, der... Oh, da kommt noch ein langes Stück. Aber immerhin droppen die hier ein bisschen Lebensenergie. Ist natürlich auch nicht verkehrt. So, wo kommen sie? Da unten kommen welche. Oha. Oh Mann, scheiße, das war doof. So, falls irgendjemand mir gerne nochmal Dingens droppen möchte, dann kann er das gerne tun. Ein bisschen Lebensenergie. Nehme ich gerne mit. Oh, shit. Ich muss aufpassen, Leute. Ich will jetzt hier nicht abkacken gegen den. Wow, fuck.
Boah, fuck. Jetzt bin ich echt in den Rhein gerannt, ich Idiot. 10 Sekunden noch, dann kann ich erst wieder einen Heiltrank nehmen. Boah. So, shit, shit, shit. Oh, drop doch mal ein bisschen Lebensenergie. Du Kackviech. Oh, okay. Sauber, ich konnte schnell einen Trank schlürfen. So, Shadow Scales. Alles mitnehmen, was nicht nagelfest ist. Da kann man alles nochmal gebrauchen, Leute. Boah, das ist noch ein sehr langer Wurm. Okay, jetzt kommen die brennenden Pfeile. Die machen auch enorm viel Schaden. Also ich denke mal, jetzt könnte der gleich einpacken. Wir haben auch unsere ganzen Pfeile fast schon verschossen. Ach egal, ich nutze den Bogen, wie gesagt, eigentlich eh nicht so oft. Von daher ist das jetzt nicht allzu wild. Oh. Ich hatte das in Erinnerung, dass die Feuerpfeile explodieren eigentlich. Aber hey, ich kann mich ja auch irren. Irren ist menschlich, ne? So, oh, da kommen sie. 4 Stück, 5 Stück sind sogar noch. Oh mein Gott, kriegen wir doch noch ein bisschen Shadow Scales hier. Und natürlich Demonite Ore. Wegen dem Scheiß machen wir den ganzen Spaß doch hier auch. 35 nur noch. Pfeile. Na, kommt schon. Ah, da unten ist Lebensenergie. Komm, nehmen wir mit. Wenn es sich schon so anbietet hier. Wenn es uns sich schon so an den Hals schmeißt praktisch, dann nehmen wir das natürlich liebend gerne mit. So, oh Mann, das kleine Teilstück hätte ich jetzt gerne vernascht. So. Na komm, ja komm her. Gucci, 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 Gucci. Ja, okay, wenn du so willst, dann mache ich dich kalt. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? So ein langes war doch eben gar nicht mehr. So, den haben wir auch fertig gemacht. Und, ah, da unten ist auch noch ein kleiner. Haha, ich hangel hier oben. Du Vollidiot. So, ein bisschen Geld liegt hier noch rum. 2 Pfeile haben wir nur noch, Leute. Danach müssen wir uns dann halt mit unserem Laserschwert weiterhelfen. Aber, wie ihr seht, das macht ja auch ganz guten Damage. Also, gar kein Grund zu jammern. 1 Pfeil habe ich wieder eingesammelt, irgendwoher. Wird wahrscheinlich jetzt nur noch ein Holzpfeil sein. Wo kommt der Iter? Da ist er! Bleib stehen, du Schurke! Ich glaube, das ist das letzte Teilstück, Leute, weil es spawnen schon die ersten Eater of Souls. Na, komm. Ja, das ist er. Komm, auf ihn. Und... Ah, shit. Ich würde es jetzt gerne hinter mich bringen hier. Ich meine, ich könnte jetzt auch abhauen, aber das letzte Teilstück bringt natürlich auch nochmal immer ganz schön was. Oh, da liegt noch ein Unholy Error. Den sollte ich auch einsammeln. Oh, hier liegen generell noch sehr viele Pfeile. Ja, wahrscheinlich alle die, die wir so zur Seite weggeschossen haben. So. Nicht zu weit raus. Sonst despawnt er gleich. Das Spielchen kennen wir ja schon. So, wo ist der Bengel? Ah, scheiße. Ich glaube, jetzt ist er wirklich despawned, weil ich so weit weg war. Okay, ist ja nicht ganz so wild. Ich teleportiere mich erstmal wieder nach Hause. Und jetzt, Leute, werden hier ordentlich Demonite Bars umgewandelt. Oh, das war schon alles. 36 Grad mal hat das jetzt gebracht. Wie viel haben wir noch auf Tasche? Wie viel haben wir noch auf Tasche? 6. Okay. Und wir haben hier noch Shadow Scales. Demonite Ore habe ich ja auch noch 5. Okay, mal schauen, ob das reicht. Kann keine Barren mehr herstellen, oder was? Nee. So, das waren jetzt die letzten. 43. Was brauche ich denn jetzt noch? Wir haben den Helm. 25 und 20 macht 45, nicht ernsthaft. Nein, das reicht ganz knapp nicht. Wahrscheinlich, oh, wahrscheinlich das allerletzte Teilstück, was jetzt wir noch hätten umbringen müssen. Oh, scheiße, das ist doch kacke. Verdammt. Verdammt, seist du. Mist, 18 Barren haben wir noch. Oh Mann, ey, das ist doch scheiße. Kack die Wand an, ey. Na gut, ich mach mal eben hier schnell einen Quickstack. Zack. Hier auch nochmal einen Quickstack. Quickstack, nein. Hier ein Quickstack. So. Boah, jetzt habe ich aber hier noch so viel scheiß Seeds habe ich hier noch. Was soll ich denn damit, ey? Packen wir hier hin. Wofür, warte mal, die Seeds waren für das... Nee, nicht dafür. Für die Muskete doch auch nicht. Nee, die brauchte diese Kugeln. Die Seeds waren für dieses Blasrohr eigentlich, dachte ich. Na gut. So, unser Inventar ist echt ziemlich zugemüllt, muss ich ja mal wieder sagen. Die ganzen Vile Mushrooms könnten wir hier auch eigentlich irgendwo reinpacken. Na komm. Wo gehören sie denn hin? Hier sind Truhen. Hier gehören die hin. Okay, alles klar.
Genauso wie die Rotten Chunks, das Wildpowder behalte ich erstmal. Moonglow kommt auch hier rein natürlich. Ja komm, die Seeds auch. So, die Fackeln können hier oben rein. Die ganzen scheiß Blöcke. Shadow Scales haben wir hier auch noch. Hatten wir hier hinten nicht ein paar Shadow Scales? Ja, hatten wir. So. Gut, okay Leute, an dieser Stelle mache ich dann auch erstmal einen Cut für heute. Oh, jetzt müssen wir echt noch ein bisschen Demonite Ore uns irgendwoher abfarmen. Oder noch einmal genügend finden, dass wir den Aether nochmal besiegen können. Ey, hätte ich mir mal damals diesen scheiß Bogen nicht hergestellt. Na gut, hinterher ist man immer schneller. Hinterher ist man immer schlauer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn du magst. Ich würde mich freuen. Mach's gut, ciao.